Konrad, zum Gruße, ihr Lieben. Und es geht weiter mit das schwarze Auge Satinavs Ketten. Und Andergast hat sich verändert. Alles ist winterlich, alles ist kalt. Und Geron begegnet hier einem, dem Ritter Zornbold. Den kennen wir doch sogar und mit dem reden wir jetzt mal. Ritter Zornbold? Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge, im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Ja, genau, die suchen wir ja eigentlich auch gerade. Nuri entführt. Von Nuri verlassen. Wurde sie entführt? Was denkt er denn? Dass der Rabe Nuri auch entführt hat? Denkt er das? Dass sie entführt wurde? Oder ist das jetzt gerade nur eine Option zum Ritter Zornbold? Ich weiß es gerade nicht, was da in Geron irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde ja, er wurde eher von Nuri verlassen, aber wurde sie entführt? Und ich habe das irgendwie, ja, wir sagen das mal. Dann sagt das, war, ja, passiert, war ja klar, passiert. Naja. Sie hat mich verlassen. Warst du schlecht zu ihr? Ich habe sie belogen. Das passiert. Aber die Finsternis, die sich über uns zusammengebraut hat, sollte dich in diesen Tagen mehr sorgen. Nein, ich muss meinen Fehler wieder gut machen. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Rette jetzt lieber dein Leben. Situation des Ritters, Hilfe des Ritters, Feenforscher. Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Das ist natürlich schlimm. König Effadan, Kreaturen, nichts weiter. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe. Kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Mehr muss ich dazu nicht hören. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ach, da waren wir ja noch gar nicht. Dann gehen wir da gleich mal hin. Ritter Zornbolds scheitern. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht. Unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich. Ich habe versagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Er ist ja wirklich deprimiert. Dabei war er ja mal ganz anders. Ja. Ist denn hier noch irgendwas? Sonst gehen wir tatsächlich einfach mal weiter. Wir können aber auch da oder da. Ist das egal? Beides gleich? Auch hier sieht natürlich alles ganz anders aus. Geron kommt ja eigentlich auch hierher. Olgiert.
Olgierd, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende? Jetzt kommt ihm jetzt mal nicht mit diesem ganzen Unglücksbringer-Scheiß, ich meine, ne? Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja, du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen, Mörder, Mörder! Da ist nichts, Olgierd, hör doch! Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste. Er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Mein Gott, was ist mit den Leuten hier los? Ja, schlimm. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrauen gewinnen, Schuld absprechen. Vertrauen gewinnen, nehme ich mal. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Keine Feindschaft, kein Unglücksbringer, Krähenfang. Oh, wie mache ich das denn jetzt mal, dass er da... Also ein Feind ist er sowieso nicht. Unglücksbringer, ob er ihm das glaubt, vielleicht, dass er ihm erzählt, er fängt die Krähen? Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwynling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Schuld am schönen Heugabel geben lassen. Dann versuche ich's mal jetzt mit der Schuld absprechen. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Der Seher ist schuld, Olgierd wurde verzaubert. Olgierd hatte Angst. Der Seher ist schuld? An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Also das ist es irgendwie immer noch nicht. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Ja. Vielleicht hast du uns das alles eingebrochen. Nee. Warum sollte ich auf dich hören? Weil ich ein ganz netter bin. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Ja, das klingt ja schon mal ein bisschen besser. Ja, genau. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein... Lass dir... Es wird... Ausgerechnet vielleicht, warum... Du trägst Du warst... Ja, du hättest... Also, meinst du... Also, bis dahin habe ich gerade eben auch gemacht und jetzt nochmal Vertrauen gewinnen? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Keine Feindschaft, kein Unglücksbringer. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten... Dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja, das klingt super. Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut. Ja. Nimm die Forke. Super. Wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Ach, das war jetzt eine Aktion. Also, ich krieg jetzt seine Heugabel und habe ihn gerettet.
Ich brauche deinen Krug, Olgirt. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Mhm. Geht klar. Habe ich die denn jetzt? Blutige Mistgabel. Gut, dann waschen wir die mal ab und versuchen diesen Wahnsinn hier zu beenden. Wo können wir das denn abwaschen? Weiß ich nicht. Hier jedenfalls nicht. Gehen wir mal da hinten rein. Das ist ja schlimm. Die wollen sich hier sogar umbringen. Echt, diese Schuldgefühle. Da bin ich also wieder. Da ist auch immer noch Blut. Was haben wir hier? Nadel und Faden. Grünes Wams. Noch irgendwas? Nö. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Diese Stelle kennen wir auch aus dem Traum. Ist denn hier jetzt noch was? Nee, wir können aber nach oben. Brauchen wir da das Mittel für die Krähen? Der steht dort genau richtig. Also können wir hier noch vielleicht was machen? Was ist das jetzt? Gwynlings kleine Pflanzenkunde. Mal gucken, wozu wir das noch brauchen. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Aber das ist dann nicht die Harfe, die die Traumweberin benutzt hat, weil die hatte ja auch eine. Oder hatte die keine? Bin ich jetzt doof? Doch, die saß doch. Da saß die nicht auch an der Harfe? Sie ist völlig verkeilt. Aha. Sie ist also die eine geht auf und die andere nicht. Wie kriege ich die denn mal auf? Vielleicht kaputt machen? Ton, Glas, aber nicht... Na gut. Hier lag ja auch die Leiche, aber die ist jetzt ja nicht mehr da, wie es aussieht. Die hat wohl jemand weggebracht. Was vielleicht auch besser ist, Glasscherben. Glasche, die kann ich doch heile machen, oder? Wenn man alle hat? Wunderbar, Glaskolben. Super. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. So. Sie steht da, wo sie... Hatte ich nicht noch hier Öl, bla bla bla? Hab ich da noch was? Könnte zumindest Feuer machen. Cool. Und wozu mache ich das jetzt? Ich muss da nur irgendwie mal was reintun. Wir könnten dann... Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwynlings Gegenmittel ist. Ach so. Kriege ich das nicht einfach mal eben raus aus dem Buch? Das Buch wird beim Finden von Zutaten sicher hilfreich sein. Ja, dann lies es doch mal. Gwynlings kleine... Ja gut, dann... Sie steht da, wo... Ich glaube, wir lassen das jetzt mal erstmal an. Und dann gehen wir mal zu dieser Magierakademie, wo wir hin sollen. Und vielleicht ist da hinten noch was zum Abspülen, es sei denn, ich kann hier noch rein. Nö, ich könnte da auch noch hin. Was ist hier noch gewesen? Da ist Olgirt. War da noch was? Habe ich da irgendwie... Was ist, wenn ich hier rausgehe? Oh. Nee, hier war ich auch noch nicht. Oh, da liegt einer. Verlassen. Das ist bestimmt... Ja... Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Das ist natürlich echt schlimm. Der Rabe wird... Der wäre ja tatsächlich nicht gestorben ohne den Seher da. Der nur Scheiße hier gemacht. Hier war doch noch irgendwas gerade. Irgendwas war hier doch. Der Baum, das Wappenfenster. Verlassen. Alles ist irgendwie hier gerade voll verlassen. Na, aber gehen wir mal da lang. Nee, da war ich jetzt auch schon. Gehen wir da lang. Liegen da... Ach so, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Liegen da die... das sehe ich ja jetzt erst. Die Schweine sind ja tot. Die waren ja... Das ist echt ein bisschen eklig, dass die hier erfroren und tot da liegen. Das ist nicht so schön. So, dann muss ich jetzt doch da lang, ne? Damit ich woanders hinkomme, genau. Hallo. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten,
wäre es ein starker Köder. Mhm. Zu weit weg. Ja, dann hol's doch runter. Also haben die was gegen das Banner, ja? Weg mit dem Fetzen. Mhm. Mit der Winde lässt es sich hoch und runter kurbeln. Ja, das stimmt. Das haben wir am Anfang gemacht. Hier können wir das grüne Wams, könnte man nehmen. Aber ich glaube, wenn wir das irgendwie, ja, benetzen mit irgendeinem Gegenmittel für die Krähen, könnten wir die so zusammen so zurückverwandeln. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Das müssen wir dann eigentlich nur noch zusammenbrauen. Und den Kolben und alles haben wir auch schon hingestellt. Zutaten, glaube ich, haben wir auch schon eine Menge eingesammelt. Aber ja, wo komme ich jetzt hier rein? Kann ich hier jetzt nicht hin? Wo gehe ich denn dann mal hin? Dann, wenn ich das... Moment mal, kann ich... Nee. So. Ich wollte nur wissen, wo ich hier überall hingehen kann. Da ist dasselbe wie da. Okay. Dann muss ich ja das mit dem Köder schon machen, oder? Aber wie kriege ich das denn raus? Natürlich. Ja. Es ist zweifellos eine Alraune. Aha. Das ist ein Eichenzweig. Jeder Andergaster erkennt das. Ja, Entschuldigung. Mal sehen. Graugrüne Flechte verwunschener Wald. Das muss eine Traschbartflechte sein. Ja, eine Traschbartflechte, aha, mhm. Ach, was. Okay, dann habe ich ja die Zutaten auch schon mal, oder was? Ich muss dringend mal wieder... Dann glaube ich aber, dass wir hier nicht wirklich weit kommen. Dann müssen wir ja tatsächlich irgendwie das mal, oder? Doch, hier können wir noch mal mit jemandem reden. Troga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst hier nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Ja, aber will ich ja gar nicht. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume. Dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Mhm, alles klar. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Habe ich mir fast gedacht, egal ob wir mit ihm reden oder nicht. Wir kriegen das bestimmt mit diesem grünen Wams hinten neue Flagge oder sowas hier zu machen. Da kippen wir das ganze Giftzeug für die Krähen drauf. Bringen das wieder nach oben, dann stürzen sie sich drauf und tada, so kriegen wir das dann irgendwie hin. Kräuterstand. Können wir denn mit dem Kräuterstand hier eigentlich was machen? Womit soll ich das zusammennähen? Was wohl aus Hilda geworden ist? Sollen wir hinter den Kräuterstand, damit wir da vielleicht auch noch Zutaten oder so herbekommen? Weil Kräuterstand, ne? Könnte ja gut sein. Ist eigentlich bei der Leiche hier noch was? Das ist Olgierts Freund Ulfried. Ja. Schlimm, schlimm. Aber wenn ich hier wirklich jetzt nichts machen kann, dann gehe ich wieder zurück zum Kolben. Da fällt mir ein, wir können natürlich... das brauchten wir auch nie. Das komische Katapult. Mach mal zu. Liegt da noch was auf dem Bett? Hier, das hier? Nee, das interessiert ihn nicht. Auch die Kiste nicht und so. Gut, dann gehen wir nach oben. Und dann könnte man diesen Eiszapfen da eigentlich auch mal schmelzen, habe ich gerade gedacht. Vielleicht ist das auch eine Wasserquelle, um die Gabel zu waschen. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich... Okay.
Ich muss sicher... Fehlen nur noch die Zutaten. Wie mache ich das denn? Wie denn? Ich habe zwar das Buch, aber irgendwie... Das Buch wird beim Finden von Zutaten... Ja, nur dass ich da irgendwie nicht reingucken kann. Vielleicht sollte ich aber mal reingucken. Wieder zu Hause. Die ganze Stadt ist wie ausgestorben. Dafür sitzen überall die widerwärtigen Krähen des Seers. Sie bringen den Menschen Albträume und treiben sie in den Wahnsinn. Ja, so, indem das Let's Play fast zu Ende ist, hätte ich vielleicht hier und da mal lesen sollen. Aber guck mal, man sieht ja, hier steht eigentlich immer nur das drin, was gerade passiert ist. Ja. So, mach mal hier nach hinten. 7:29:30. Was kann ich denn mal hier machen? Wie lese ich denn das Buch? Tja. Weiß auch nicht. Kann ich die Alraune da nicht einfach rein? Ich muss sicher... Wie kann ich denn das Buch einfach mal lesen? Das kann doch nicht so schwer sein. Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Also er kann mit dem Ding ja hier die Pflanzen noch abchecken, aber irgendwie... So nicht. Warum sollte ich? Weil du die Zutat brauchst, darum. Das muss reichen. Mit diesem Krug hat einmal alles angefangen. Scheint Jahre her zu sein. Kannst du den Eiszapfen in den Krug packen? Wird doch... Alles macht man falsch hier, ich weiß auch nicht. Daraus wollte ich mal ein Wams machen, um in Olgierts patriotischen Haufen aufgenommen zu werden, der die Farben Andergast zur Schau trug. Zum Glück fehlte mir die Geduld, es fertig zu nähen. Dann näh das doch. Vielleicht kann sich Nuri später daraus ein Kleid nähen. Du sollst daraus eine Flagge oder so machen. Kein Blödsinn jetzt. Wir haben Wichtiges zu tun. Und eins wird mit dem anderen zusammenhängen. Ich habe ein Herbarium, da steht was über Pflanzen drin und ich habe auch ein paar Pflanzen mit. Nur wie kann ich denn jetzt das alles einfach mal verbinden? Das finden wir im nächsten Part heraus von Satinavs Ketten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.